Ja, wunderschönen guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Wie Sie wissen, es ist 15 Uhr montags, Zeit für unser allwöchentliches Webinar. Heute werden wir uns mit dem Thema Projektbereich Teil 4, Erweiterung des Keyword-Sets, beschäftigen. Bevor wir jedoch anfangen, möchte ich mich noch mal kurz vorstellen, weil das hier heute mein erstes Webinar gemeinsam mit Ihnen ist. Und Sie sollen natürlich wissen, wer Ihnen hier Informationen an die Hand gibt. Mein Name ist André Krüger. Ich arbeite hier im kleinen Success Management Team in Berlin. Wenn Sie Fragen zu meiner Person haben oder rund um die Suite-Nutzung, können Sie mir gerne eine E-Mail schreiben oder mich aber auch telefonisch erreichen. Und wir stehen dann gerne, ich und meine Kollegen stehen dann gerne für Sie bereit, Fragen jeglicher Art rund um die Suite-Nutzung für Sie zu Ihrer Zufriedenheit beantworten zu können. Ja, ich freue mich natürlich über unser erstes oder auf unser erstes Webinar, unser gemeinsames erstes Webinar. Und ja, Sie kennen es, wir werden unsere Agenda für heute ist, wir werden noch mal einen kurzen Rückblick aufs letzte Thema haben, das der Herr Nastassi vorgestellt hatte. Er hatte über Rankings, Metriken im Projektbereich und Konkurrenzanalyse Marktanteil gesprochen. Und dann werden wir erst wirklich aufs heutige Hauptthema zu sprechen kommen. Wir werden über den Keyword Finder reden, den Sie im Projektbereich finden, die einzelnen Bereiche des Keywords Finders, und wir werden auch noch mal einen kurzen Blick in den Content Optimization Bereich werfen, was denn aber auch oder der denn aber auch in einem Folgewebinar noch mal richtig ausführlich durchleuchtet werden wird. So. Zum Rückblick, Herr Nastassi hatte ja thematisiert, was für Rankings oder was für KPIs wir im Projektbereich nutzen, wie sie sich auch von den KPIs aus dem Research-Bereich unterscheiden, hat ein bisschen darüber gesprochen, wie wir diese Daten aggregieren, wie wir sie hochrechnen oder auch errechnen, damit sie einfach eine Grundlage haben, ihre Analysen zu fahren, weil sie wissen, wie wir zu diesen Daten, zu diesen Zahlen gekommen sind. Und dann weiter hat er darüber gesprochen, wie wichtig es ist, wenn man halt ein Projekt einrichtet, dass man da auch seine Benchmarks, also seine Konkurrenz mit angibt, weil im Projektbereich, im Gegensatz zum Research-Bereich, wo das Ganze eher holistisch verfolgt wird, im Projektbereich doch sehr spezifisch analysierbar ist durch die Einrichtung der Benchmarks und man da wirklich sich detailliert mit der Konkurrenz vergleichen kann. Hat er auch darüber gesprochen, was der Marktanteil ist, woraus der sich berechnet und so weiter. Sehr interessantes Webinar. Wenn Sie letztes Mal nicht dabei waren, würde ich Sie bitten, da einfach nochmal auf unserer Seite bei den Webcasts zu schauen und sich nochmal Herrn Nastassis Webinar anzuschauen. Sehr, sehr informativ und hilfreich, gerade wenn es darum geht, Konkurrenzanalyse oder sich seine Domain mit der Konkurrenz, mit denen der Konkurrenz vergleichen zu wollen. Ja, da möchte ich mich in dem Zuge natürlich auch nochmal dafür entschuldigen, dass vor 2 Wochen unser Webinar ausgefallen ist. Das lag an technischen Problemen, die wir hatten. Die sind jetzt behoben, werden in Zukunft zu 99,9% auch nicht mehr auftreten. Also wie gesagt, im Namen unseres Teams möchte ich mich dann nochmal ganz herzlich bei Ihnen entschuldigen. Werden aber jetzt aber wieder voll durchstarten mit den Webinaren. Wir werden eine kleine Sommerpause haben und ich werde nochmal nachher auf die Themen, die wir in Zukunft dann behandeln werden, zu sprechen bekommen, damit man schon mal so einen Ausblick hat für die nächsten ein, zwei Webinare. Bevor wir nun ins Thema einsteigen, vielleicht noch mal ein paar eingehende Worte, weil unser heutiges Thema natürlich mit dem letzten Thema auch irgendwie kompatibel ist. Es ging ja darum, sich mit der Konkurrenz vergleichen zu können, anhand der Keywords, die man im Projekt angelegt hat. Und es ist natürlich, wenn man sich ein solides Set an Keywords für das Projekt geschaffen hat, ist es natürlich unumgänglich, gerade in Bezug auf die Konkurrenz, dieses Keyword-Set auch ständig zu erneuern, damit man einfach am Zahn der Zeit bleibt, damit einem die Konkurrenz nicht auf irgendwelche bestimmten Keywords seine URLs optimiert und so an den Positionen vorbeizieht. Es ist wirklich heute geht es hauptsächlich darum, wie finde ich neue Keywords, vielleicht auch die kleinen Perlen, die von der Konkurrenz auch noch nicht so beachtet wurden. Und wie finde ich diese, wie kann ich die in mein Projekt einfügen, so dass sie mit ihrem Projekt, mit den Möglichkeiten, die sie mit den Funktionen, die sie im Projekt haben, dann auch noch die Projektdomänen nach vorne treiben können. Und das ist natürlich essentiell und deswegen heute das Thema Keyword Finder und Erweiterung des Keyword Sets.
Denn Sie wissen, Stillstand ist Rückschritt. Deswegen ist es von essentieller Natur, ständig das Keyword-Set wirklich nach den Trends des Markts halt zu erweitern. Wir finden oder Sie finden den Keyword-Finder im Projektbereich unter Rankings einfach auf Keyword-Finder. Wie Sie es gewohnt sind von unserer Suite, landen Sie hier erstmal auf der Übersichtsseite des Keyword-Finders. Heißt, Sie haben einen kleinen Einblick über die einzelnen Unterbereiche. Wir haben zum einen die Keyword-Ideen, Organic Ranking Keywords und die Organic Traffic Keywords. Und zu jedem Bereich haben Sie hier halt schon mal einzelne Funkt oder so eine kleine Übersicht darüber, was Sie in diesem Bereich erwartet. Zum einen haben wir die Keyword-Ideen, die sich hauptsächlich oder die Ideen beziehen sich hauptsächlich auf die Quell-Keywords, die Sie im Projekt angelegt haben. Heißt, die sind inhaltlich sehr, sehr nah an den Quell-Keywords dran. Wie man hier zum Beispiel sehen kann, das Wort Optimierung taucht auch hier wieder im Keyword auf. Hier unten SEO-Agentur taucht auch ein Teil des Keywords wieder in der Keyword-Idee auf. Sie haben dann hier noch eine Angabe darüber, auf wie vielen Quell-Keywords sich diese Keyword-Idee bezieht, in dem Fall auf 52. Heißt, Sie haben 52 Keywords in Ihrem Projekt, auf die sich diese Keyword-Idee halt bezieht, wo wir die Informationen für diese Keyword-Idee her haben. Dann haben Sie zudem noch eine Übersicht darüber, wie hoch das Suchvolumen dieses Keywords ist und natürlich, was der Potenzial, der sich aus diesem Suchvolumen ergibt, für Ihre Domain bieten könnte. Und dann halt dementsprechend hinten dran die Quell-Keywords. Dieser Bereich, wie schon angedeutet, entscheidet sich hauptsächlich zu dem Bereich darin, dass hier mit Keywords gearbeitet wird oder Keywords vorgeschlagen werden, die sich die semantisch sehr ähnlich zu den Quell-Keywords aus dem Bereich hier sind. Zum einen kann man seine eigenen Quell-Keywords angeben aus dem Projektbereich und zum anderen orientieren wir uns hier an den Keywords der Konkurrenz. Und Sie haben dann auch eine gleiche Indikation darüber, inwieweit dieses Keyword zu einer URL von der Konkurrenz gelinkt werden kann. Und als allerletzten Part haben wir dann den Organic Traffic Keywords Bereich. Hier werden Keywords angezeigt, die Sie noch nicht in Ihrem Projektbereich angegeben haben oder in Ihrem Projekt integriert haben, die aber schon Traffic auf Domain fahren. Heißt, um natürlich optimal den kompletten Traffic in der Suite abbilden zu können, brauchen Sie auch in Ihrem Projekt alle Keywords, die Traffic haben oder Traffic auf Ihre Domain bringen. So, dann werden wir uns mit dem ersten Bereich schon mal beschäftigen. Das sind die Keyword-Ideen. Zuallererst vielleicht nochmal hier die Unterscheidung zwischen Keyword-Ideen und Blacklist. Sie haben hier die Möglichkeit, Keywords, die halt sehr oft auftauchen, die aber überhaupt gar nichts in irgendeiner Form mit der Domain zu tun haben oder die einfach unrealistisch sind, darauf zu optimieren, können Sie hier auf eine Blacklist setzen. Wir haben ja auch schon ein, zwei Beispiele drin. Zum Beispiel haben wir hier das Wort Google mit reingepackt, weil es einfach keinen Sinn hat, sich darauf zu optimieren, weil Google sowieso da meistens oder hauptsächlich darauf ranken wird. Sie können Liste oder Keyword auf die Blackliste setzen, indem Sie einfach hier hinten das Häkchen klicken und dann auf zu Blacklist hinzufügen klicken. Dann wird es automatisch in die Blacklist verschoben und wird hier bei den Keyword-Ideen nicht mehr angezeigt. So, nun kann man, weil, wie man ja hier sieht, haben wir hier displayed 1 von 10 oder die Suchergebnisse 1 bis 10 von insgesamt 5000. Nun wäre es natürlich recht mühselig, alle 5000 wirklich durchzugehen, um zu gucken, wo ist denn hier noch mein Keyword, was ich gerne in mein Projekt mit einbeziehen möchte. Zum einen haben Sie die Möglichkeit, einfach nach Keyword-Sets zu schauen, wenn Sie zum Beispiel sich nur auf Ihre Brand-Keywords beziehen möchten, als Quelle für die neuen Keyword-Ideen. Können Sie das tun, indem Sie hier oben einfach das Brand oder das Keyword-Set Brand auswählen? Dann werden halt wirklich, wie schon gesagt, nur die Keywords als Quelle gezogen, die sich in diesem Set befinden. Sie haben aber auch die Möglichkeit, das Ganze etwas genauer zu filtern, wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf alle Keywords.
Und sie sagen, sie möchten wirklich die Perle finden, die noch kein anderer irgendwie gesehen hat oder herausgefunden hat, können Sie natürlich sagen, okay, ich suche mir jetzt die Keywords, die nur ein bestimmtes Suchvolumen haben. Nicht zu hoch, dass es schon entdeckt wurde von der Konkurrenz, aber auch nicht zu niedrig, dass es sich wirklich lohnt, Ihre Seite auf dieses Keyword zum Beispiel zu optimieren. Jetzt werden wir einfach mal den Filter anwenden und schauen, was wir hier bekommen. Und so, da haben wir denn hier zum Beispiel das Keyword Webdesign. Wäre jetzt was, was bei uns noch, da ist ein schönes hohes Suchvolumen, ein gewisses Traffic-Potenzial, wäre jetzt zum Beispiel was, was wir noch mit in unser Keyword-Pool, in unseren Keyword-Pool mit aufnehmen möchten. Dann klicken wir einfach hier hinten rauf und drücken auf Keyword hinzufügen, können dem Ganzen dann gleich, sag mal Webdesign, dann machen wir mal das zu dem Blog-Tag. Dann hier Blog gleich dem Keyword ein Tag hinzufügen und speichern. Und schon ist das Keyword Ihrem Keyword-Pool hinzugefügt. Schnell, einfach und effizient. Ja, wie gesagt, nutzen Sie die Filterfunktion. Sie ist sehr, sehr wichtig, gerade wenn man eine große Masse an Keyword-Ideen bekommt, einfach um sich da zurechtzufinden, um die richtigen Keywörter wirklich für Ihr Projekt zu finden. Der nächste Bereich ist Organic Ranking Keywords. Wie eingehend schon erwähnt, handelt es sich hier um Keywords, die inhaltlich oder nicht inhaltlich, sondern von der Bedeutung her sich im gleichen Bereich bewegen, die aber das Quell-Keyword so als nicht als, als Bestandteil des neuen Keywords sind. Heißt einfach, da gibt es auch nochmal, um so ein bisschen über den Tellerrand herausschauen zu können, diese Funktion, wo man auch wirklich teilweise super Ideen herbekommt. Auch hier wieder ganz, ganz wichtig, die Filterfunktion, wie man sieht, wir haben jetzt hier insgesamt 1 von 25 angezeigt von insgesamt 1218. Wie schon im vorigen Bereich erwähnt, das wäre sehr mühselig, da durchzuarbeiten. Deswegen hier die ausgiebige Filterfunktion, wo man zum Beispiel sagen kann, ich möchte gerne mir Keywörter von der Konkurrenz anschauen, auf denen sie nur oder bei denen sie nur auf Position 5 bis 15 oder sagen wir mal 5 bis 20 zum Beispiel liegen. Das sind dann Keywords, da wissen Sie, da rankt die Konkurrenz halt auch nicht so gut drauf. Da ist wirklich noch Potenzial, dass man sich an der Konkurrenz sozusagen vorbei optimieren kann. Und da muss man natürlich auch schauen, dass man ein gewisses Suchvolumen bekommt. Wir nehmen jetzt mal einfach 10.000 bis 60.000 und wenden den Filter einfach mal an. So, und dann bekommen wir hier die Liste. Mal schauen. Zum Beispiel KPI wäre ein interessantes Keyword für uns. Konkurrenz von uns, Systrix, rankt auch nur auf Position 10. Und wir haben halt ein recht hohes Suchvolumen. Wäre ein Keyword, was man auf jeden Fall mit aufnehmen kann. Einfach wieder wie beim vorigen Bereich. Analyse. Einfach den Tag auswählen, Keyword speichern und schon ist es zum Projekt hinzugefügt. Wie gesagt, schnell und einfach, damit Sie sich auf Ihre tatsächliche SEO-Arbeit konzentrieren können. Ja, es gibt hier natürlich noch ein paar mehr Filterfunktionen. Sie können sich zum Beispiel nur auf bestimmte Quellen beziehen. Sie denn hier an der Seite sehen, dass Sie sagen, ich möchte nur eigentlich von unseren zwei Hauptkonkurrenten die Ideen haben. Oder Sie sagen, ich schließe meine eigenen Keywords aus. Es gibt hier sehr, sehr schöne Filtermöglichkeiten, die Ihnen einfach die Keyword-Analyse, Keyword- oder Keyword-Recherche um einiges leichter macht. So, und dann haben wir noch dazu den letzten Bereich, Organic Traffic Keywords. Ein Bereich, wo Ihnen Keywords einfach gezeigt werden, die aktuell schon Traffic für Ihre Domain erwirtschaften oder fahren, die Sie aber noch nicht in Ihrem Keyword-Set haben. Und da hatte ich eingangs auch schon erwähnt, scheint jetzt auf den ersten Blick kein großes Problem zu sein. Wenn Sie aber mit Ihrem Projekt den kompletten Traffic Ihrer Domain abdecken wollen, ist es unumgänglich, dass Sie auch Keywörter da hinzufügen, die Traffic fahren, die Sie aber halt nicht im Keyword-Set bis jetzt drin hatten, um einfach das komplette Bild des Online-Traffics auf Ihre Domain oder des SEO-Traffics auf Ihre Domain abbilden zu können.
Und hier funktioniert es genauso wie in den anderen Bereichen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Panda Update 2014, wäre ein schönes Keyword. Bringt auch im Moment schon Traffic. Und das möchten wir natürlich gerne hinzufügen. Würde ich sagen, das kann man zum Blog zum Beispiel hinzufügen. Keyword speichern, dann ist es im Projekt drin. Und schon hat man wieder 3, 4 neue Keywords zum Beispiel, wo man sich wirklich von der Konkurrenz abheben kann und sagen kann, das sind Keywords, auf die werden wir jetzt optimieren, um gerade bei diesem Suchvolumen an der Konkurrenz vorbeizuziehen. So, das war es auch schon für den Keyword Finder. Sie haben auch die Möglichkeit aus dem Keyword Finder, wenn Sie einfach sagen, okay, ich habe hier eine, oder nehmen wir mal andersrum, nehmen wir einen zurück. Eigentlich ganz schön hier mit dem Google Panda Update. Okay, nehmen wir nochmal zurück. Organic Traffic Keywords. So. Nehmen wir einfach mal das Google Panda Update. So. Dann können Sie aus den Bereichen Keyword Ideen und Organic Ranking Keywords direkt in den Optimization Bereich wechseln. Zum Beispiel, wenn wir sagen, okay, SEO Workshop, bevor wir das jetzt zu unserem Projektbereich hinzufügen, möchte ich doch da einfach mal gucken, inwieweit die Konkurrenz auf dieses Keyword schon Optimization-Ansprüche stellt. Heißt, wir schauen, okay, nehmen wir nochmal hier searchmetrics.com, gehen auf den Blog, nehmen uns die URL, packen die dann hier bei ihre URL rein. SEO Workshop. Ihre URL. So. Die mit hier rein. Dann können Sie mir schauen, inwieweit lohnt sich das denn, überhaupt auf dieses Keyword zu optimieren. Ist die Konkurrenz schon stark dabei, dass man einfach mal schon mal so einen Ansatz bekommt, um sich mit der Konkurrenz zu vergleichen. Normalerweise, hier oben steht jetzt 30 Sekunden, normalerweise geht es um einige schneller. Ich hoffe auch in diesem Fall, ja genau, super. Was waren das jetzt? 3, 4 Sekunden, also dauert wirklich nicht lange. Und da haben Sie dann halt schon mal die erste Indikation darüber, wie hart umkämpft ist denn dieses Keyword. Zum Beispiel sehen Sie, die Keywörter SEO und Workshop werden in 100% der durchsuchten Dokumente übernommen und haben für den Text, für den Inhalt, für den Content auch eine Relevanz, eine recht hohe Relevanz. Und dann kann man halt sehen, wenn man sich die Konkurrenz dann hier auch anschaut, wie hier zum Beispiel Website Boosting, SEO United, also einfach schon ein paar Websites, die wir auch als Benchmark identifiziert hatten in unserem Projekt, und da kann man halt schauen, wie viel Content haben die auf ihrer Seite, wie viel Content habe ich im Moment auf meiner Seite im Vergleich zur Konkurrenz, wie viel Must-Have-Keywords habe ich im Moment drin, muss ich meinen Content wirklich optimieren oder lohnt es sich, meinen Content da zu optimieren. Einfach eine schöne Möglichkeit, direkt in Sachen Workflow, direkt vom gefundenen Keyword in den Content Optimization Part zu wechseln, funktioniert natürlich auch hier für den Organic Ranking Keywords Part. Genau, wenn man dann hier ist, kann man auch wieder direkt zur Content Optimization. Aber wie auch schon eingangs erwähnt, werden wir den Content Optimization Part natürlich nochmal im Detail in einem folgenden Webinar zeigen. Das ist es denn erstmal für heute gewesen. Ich hoffe, es war sehr informativ. Hier nochmal ein kleiner Einblick darüber, was Sie in den nächsten Webinaren zu erwarten haben. Wir werden am Montag, den 23.06. Projektbereich oder Projektteil 5 Site Optimization und Social Engagement thematisieren. Und am Montag, den 30.06. werden wir dann über den
Traffic-Part des Projektbereiches sprechen. Dann wünsche ich Ihnen erstmal noch einen schönen Arbeitstag, einen schönen Montag, einen schönen Start in die Woche. Ich danke Ihnen. Tschüss.